Hallo, meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Alexander Adeschola Adegunola und ich bin heute hier mit meinem Studienkollegen Benedikt Wedra im Rahmen des Online-Symposiums der Bertha von Suttner Privatuniversität in St. Pölten. Das Thema, mit welchem wir uns im Rahmen des Online-Symposiums befasst haben, ist Partizipation im Behindertenbereich, in Werkstätten und im stationären Wohnen. Nächste Folie bitte. Ich werde nun kurz die Gliederung veranschaulichen. Okay. Die Gliederung sieht folgendermaßen aus. Zuerst werden wir kurz den Forschungsstand beschreiben. Dann werden wir uns die Definitionen ansehen. Dann werden wir die unterstützte Kommunikation als Methode vorstellen. Dann werden wir noch einmal retrospektiv Teilhabe und Partizipation durch unterstützte Kommunikation vorstellen. Dann gibt es von uns nacherzählt Input von Uniprofessor Dr. Oliver König. Und zu guter Letzt gibt es die Quellen. Nächste Folie bitte. Ja, kommen wir zu dem Forschungsstand. Das ist die Literatur von den letzten 20 Jahren. Das ist ungefähr der Kontext, in dem wir uns bewegen und die Literatur, die wir zu diesem Thema und zu dieser Präsentation verwendet haben. Dann kommen wir zu den Definitionen. Diese Definitionen wollen wir bearbeiten bzw. präsentieren. Kommen wir um Kommunikation als Hauptthema, Behinderung, Selbstbestimmung, Empowerment, Teilhabe und Partizipation. Kommen wir zur Kommunikation. Kommunikation ist ein menschliches Grundbedürfnis und jeder Mensch hat auch ein Recht auf dieses. Die Fähigkeit zu kommunizieren hat eine wesentlich be entscheidende Bedeutung für die eigene Lebensqualität. Sie ist wesentlich für soziale Partizipation und Selbstbestimmung. Außerdem ist die allgemeine Kommunikation eine wichtige Grundlage für die individuelle Entwicklung. Aus diesem Grund besteht die Notwendigkeit, Menschen mit einer geistigen Behinderung, die nicht in der Lage dazu sind, zu kommunizieren, Hilfe zum Verstehen und zum Verständigen zu gewährleisten. Das Ziel ist es, Menschen mit einer geistigen Behinderung Möglichkeiten ergänzender und ersetzender Kommunikationsformen nahezubringen, die sich nicht eigenständig lautsprachlich verständigen können. Personen, die aufgrund von ihrer geistigen Behinderung nicht oder nicht hinreichend lautsprachliche Fähigkeiten entwickeln bzw. erlernen können, benötigen vor allem im stationären Wohnen unterschiedliche Angebote, die die individuellen Bedürfnisse und Kompetenzen berücksichtigen können. Dies ermöglicht zum Beispiel die unterstützte Kommunikation. Mit unterstützter Kommunikation werden therapeutische Hilfen bezeichnet, die Personen ohne oder mit erheblich eingeschränkten Lautsprache zur Verständigung angeboten werden. Es ist wichtig, den Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit zu geben, zu kommunizieren, um die eigenen Bedürfnisse ausdrücken zu können. Alternative Kommunikationsformen werden Menschen mit Behinderungen angeboten, die aufgrund fehlender oder erheblich eingeschränkten Sprechfähigkeiten statt der gesprochenen Sprache ein anderes Kommunikationssystem benötigen. Dabei handelt es sich überwiegend um Gebärden, Sprache, grafische Symbolen oder Schrift sowie um sehr unterschiedliche technische Hilfen mit und ohne Sprachausgabe. Bei Kommunikation geht es nicht nur um lautsprachliche Äußerungen, sondern um das Verhalten aller Art. Zudem gehört die Körperhaltung, die körperliche Ausdrucksbewegung, das Lachen, der Tonfall und die Geschwindigkeit der Stimme. Sogar das Schweigen teilt etwas mit und trägt zur Bewertung der Kommunikation bei. Was ist Kommunikation als Grundrecht? Es geht um eine uneingeschränkte Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben an, da Inklusion ein Menschenrecht darstellt. Eines der Ziele besteht darin, Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen und ihnen die dafür notwendigen Kommunikationsmöglichkeiten zu geben. Aufgrund von angeborenen oder erworbenen Schädigungen sind einige Menschen kaum oder nicht in der Lage, sich sprachlich mit dem Umfeld zu verständigen. Mit Hilfe von unterstützter Kommunikation können diese Menschen eine starke Verbesserung ihrer Verständigungsmöglichkeiten sowie ihrer Lebensqualität erreichen. Dadurch werden Selbstbestimmungen sowie die Partizipation selbst ermöglicht. Dann kommen wir zur Behinderung. Die Definition der geistigen Behinderung wird von medizinischen, psychologischen, soziologischen und pädagogischen Kriterien bestimmt und unterscheidet sich in diesen Bereichen stark. Im Sozialgesetzbuch wird ausgeführt, dass Menschen mit Behinderung Menschen sind, die körperlich, seelisch oder geistige Sinnesbeeinträchtigung haben. Diese Behinderungen stehen hierbei in Wechselwirkung mit Einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft, sodass diese Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit 6 Monate oder länger an der Teilhabe der Gesellschaft gehindert werden. Dann bitte ich meinen Kollegen. Kommen wir nun zum Begriff der Selbstbestimmung. Selbstbestimmung. Selbstbestimmung ist das Gegenbegriff zur Fremdbestimmung zu sehen. Selbstbestimmung ist das Recht und die Möglichkeit, selbst zwischen akzeptablen Möglichkeiten zu entscheiden. Dies kann Grundsatzfragen betreffen, wie zum Beispiel, wo möchte ich gerne leben? Oder kleine Entscheidungen wie, was tue ich heute Abend oder was esse ich zu Mittag?
Für Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf kann Selbstbestimmung aber auch bedeuten, selbst über den Zeitpunkt des Trinkens zu entscheiden oder selber zu steuern, ob sie sitzen oder liegen möchten oder welche Musik oder welche Fernsehprogramme sie genießen möchten. Für das Umfeld bedeutet eine Förderung der Selbstbestimmung, dass man Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf auch im Alltag ermöglicht, möglichst viele Entscheidungen selber zu treffen. Dazu ist es notwendig, Angebote zu machen, aus denen Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf wählen können und ihnen die Möglichkeiten zu bieten, ihren Horizont zu erweitern. Voraussetzung dafür ist, dass die Umgebung weiß, dass es auch den Willen dazu gibt und das auch wahrnimmt und erkennt. Nächste Folie, bitte. Dann kommen wir zu Empowerment. Was ist Empowerment? Empowerment bedeutet so viel wie die Befähigung oder Ermächtigung. Und es ist also eine Aktivierung innerer Ressourcen aufgrund unterstützender äußerer Bedingungen zu verstehen. Es gibt drei entscheidende Voraussetzungen für ein Empowerment von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Erstens, das Umfeld muss ihnen ein Entwicklungspotenzial zutrauen. Zweitens, sie benötigen eine adäquate Kommunikation. Drittens, sie brauchen Anregungen, müssen die Möglichkeit haben, neue Erfahrungen zu machen, die an ihre Fähigkeit anknüpfen. Eine wohldosierte Konfrontation mit bis dahin Unbekannten im Rahmen von unterschiedlichen Aktivitäten wie Begegnungen mit anderen Menschen bei der Arbeit bzw. der Tagesförderung, der Außenarbeit und oder bei Ausflügen. Dann kommen wir zu der Teilhabe. Was bedeutet das? Es bedeutet das Einbezogensein in Institutionen und das Dazugehören. Es bedeutet beispielsweise im Quartier unterwegs zu sein, die Lebenswelt außerhalb von Einrichtungen kennenzulernen und dort an Aktivitäten im Sozialraum teilzunehmen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel Spaziergänge, Schwimmen, ins Kino gehen, einkaufen, im Sozialraum arbeiten, dort wohnen, Aufträge für Firmen in der Tagesstätte oder vor Ort zu erledigen, aktiv etwas gestalten oder einfach nur dabei sein. All diese Tätigkeiten bewirken die Sichtbarkeit von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. Sie haben Kontakt zu Menschen, die sich in für sie nicht arbeiten und die nicht aus ihrem persönlichen Umfeld kommen. Noch ist aber die Teilhabe im Sozialraum nicht selbstverständlich. Kommen wir nun zum Begriff der Partizipation. Partizipation bedeutet, aktiv in Gestaltung und Entscheidungsprozesse einbezogen zu sein. Es geht darum, sowohl dazuzugehören als auch selber Einfluss zu nehmen. Einflussnahme kann sehr Unterschiedliches bedeuten: Mitmachen, mitwirken, aber auch mitentscheiden. Partizipation ist in diesem Sinne Entscheidungsteilhabe, aber auch Entscheidungsmacht. Die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten von Menschen, die in gemeinschaftlichen Wohnformen leben, sind in Gesetzen und Verordnungen der einzelnen Bundesländer geregelt. Für die Beschäftigten in den Tagesförderstätten gibt es allerdings im Gegensatz für die Beschäftigten in den Werkstätten keine rechtlichen Grundlagen für Mitwirkungsmöglichkeiten. Nächste Folie, bitte. Kommen wir nun zum Tool der unterstützten Kommunikation. Zuerst einmal, was bedeutet unterstützte Kommunikation? Der Begriff der unterstützten Kommunikation bezieht sich auf alle Formen der Kommunikation für Menschen mit begrenzter, schwer verständlicher oder gar keiner Lautsprache. Durch die alternativen Kommunikationsformen soll die unzureichende Lautsprache der betroffenen Menschen unterstützt werden. Die unterstützte Kommunikationsmethode wird mit Hilfe von verschiedenen Tools für die Visualisierung angeboten. Die Kommunikationshilfen bestehen aus nicht elektronischen und elektronischen Hilfsmitteln. Wesentlich sind hierbei Geräte mit Sprachausgabe. Diese beinhalten Symbole, Schriften, Fotos etc. und lassen sich auf vorbereitete Äußerungen abrufen. Die Komplexität und Leistungsfähigkeit kann dabei stark variieren. Die Bandbreite reicht von Geräten mit nur einer Taste, diese nennt man zum Beispiel Big Mac, bis zu komplexen Geräten mit einer Vielzahl von Feldern. Das wäre dann ein Digimex. Ein großer Vorteil dieser komplexen Geräte ist die synthetische Sprachausgabe. Das heißt, sie erlauben nicht nur das Abspielen von Äußerungen, die vorher aufgezeichnet wurden, sondern sie setzen auch einzelne Symbole und Buchstaben in Sprachlaute um. Das waren die digitalen Hilfsmittel bzw. die elektronischen Hilfsmittel. Jetzt kommen wir zu den nicht elektronischen Hilfsmitteln. Hierbei gibt es greifbare Zeichen. Das ist zum Beispiel Spielzeug, Miniaturobjekte oder andere Zeichen. Diese sind meistens Holz oder Kunststoff. Greifbare Zeichen bieten sich vor allem für den Einsatz bei starker Sehbehinderung an. Kommunikationstafeln, Bücher und Ordner sind wiederum Fotos, Zeichnungen, Wörter, Buchstaben und Symbole. Durch eine individuelle Zusammenstellung dieser Zeichen soll der Benutzer ein persönliches Vokabular zur Verfügung gestellt bekommen. Kommunikation über Tafeln geschieht in der Regel durch das Zeigen auf verschiedene Zeichen. Der Gesprächspartner übersetzt dann einfach das Gezeigte in die Lautsprache. Die unterstützte Kommunikation soll allen Menschen eine bedingungslose gesellschaftliche Partizipation ermöglichen und im Kommunikationssystem die Menschen weiterbringen. Die ungenügende Kommunikation soll dabei durch bestimmte Methoden und Formen ergänzt werden. Hierbei spricht man von augmentativ oder alternativ.
Augmentativ bedeutet so viel wie der Zuwachs der Kommunikationsfähigkeiten und alternativ lässt sich als eine Alternative zum Wortlaut verstehen. Nächste Folie bitte. Kommen wir nun zur Teilhabe und Partizipation durch unterstützte Kommunikation. Wir werden nun veranschaulichen, was unsere Erkenntnisse sind. Die Erkenntnisse, die wir aus der Forschung, die wir selber betrieben haben, also aus den Forschungsergebnissen, was wir da rausgelesen haben, dass unterstützte Kommunikation extrem hilfreich ist, um Partizipation im Behindertenbereich, eben vor allem im stationären Wohnen und in den Werkstätten, eben Partizipation zu schaffen. Dass es extrem hilfreich ist, weil die Leute eben mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel einem Digimac, oder einem Digimax oder einem Big Mac eben genau variieren können, was sie sagen möchten, wie sie das sagen möchten und auch mit den Leuten in Kontakt treten können. Die Methoden sind da sehr vielseitig und eben individuell auf gewisse Personen zugeschnitten, was das Ganze aber wiederum auch besser macht, weil eben dadurch, dass es auf verschiedene Personen individuell zugeschnitten ist, jede Person ihre eigene Kommunikationsform hat und auch individuell unterstützt werden kann. Die Ziele der unterstützten Kommunikation sind im Endeffekt eine Unterstützung der Kommunikation. Also es soll einfach den Leuten ermöglicht werden, dass sie aktiver am Alltag partizipieren können. Und die Anwendung im Alltag ist eben, wie wir bereits erläutert haben, sehr, sehr vielschichtig. Das kann sein von, dass man eine Person bittet, dass sie den Fernsehsender umschaltet, bis hin zu, ja, ich mache jetzt einen Mietvertrag per unterstützter Kommunikation. Also es ist einfach sehr, sehr, sehr vielschichtig, das ganze Thema. Genau. Nächste Folie, bitte. Ja, wir durften mit Oliver König ein Interview führen, beziehungsweise ein Gespräch durften wir mit ihm organisieren. Und da würden wir gerne auf gewisse Punkte eingehen, die er erläutert hat, gewisse Aussagen getätigt hat, die für uns sehr interessant waren. Zum einen, dass unterstützte Kommunikation soll individuelle passende Wege herstellen. Das heißt, und das Werkzeug ist letztendlich sekundär. Das heißt, man muss die OK-Methoden und die Tools, die man hat, sei es iPads oder Bildkarten, nicht elektronische Tools, auf das Individuum anpassen. Das heißt, man kann es nicht pauschalisieren und sagen, okay, in dieser Einrichtung gibt es jetzt überall iPads, sondern man muss wirklich schauen, okay, was braucht jedes Individuum für einen Kommunikationsweg. Unterstützte Kommunikation generell hat sich zu einem sehr professionalisierten Feld entwickelt. Es wird immer mehr geredet von unterstützter Kommunikation generell. Das Thema Partizipation ist vor allem im Behindertenbereich und generell einfach sehr wichtig geworden und deswegen hat sich die unterstützte Kommunikation generell einfach weiterentwickelt. Digitale UK-Tools sind eine Frage von Ressourcen. Das bedeutet, es geht einfach um Zeit, weil die Arbeit mit unterstützter Kommunikation mit den Klienten und Klientinnen, die dauert einfach. Also es ist eine Frage von Zeit und Geld, deswegen Ressourcen. Die digitalen UK-Tools, ist grundsätzlich eine aktivere Form der Kommunikation und Partizipation, wenn sie digital sind, weil man einfach dann die Macht hat, selber mit dem iPad, wenn man das Bedürfnis hat, etwas zu kommunizieren, kann das der Klient, die Klientin selbst bestimmen. UK-Tools fördern generell mehr Autonomie und Eigenverantwortung, einfach weil es um das Thema Partizipation geht und weil man somit die Möglichkeit hat, wenn man etwas, also im Behindertenbereich, wenn man etwas ausdrücken will, dass man die Möglichkeit dazu hat, was automatisch dann für mehr Eigenverantwortung beiträgt. Das iPad ist generell das Medium der Wahl, weil Apple in der Forschung in diesem Bereich tätig ist. Und die meisten UK-Tools werden eben in Form von iPads verwendet. Und alle Funktionalitäten, nicht elektronisch, gehen heute über digitale Geräte. Also, dass man gerade bei den Bildkarten etc.,
dass das heutzutage mittlerweile über digitale Geräte ermöglicht wird. Ja, das waren die wesentlichen Informationen, die wir vom Herrn Oliver König bekommen haben. Und das sind unsere Quellen, die wir verwendet haben.